Bilder aus dem IBE der TU Berlin, Bestimmung der Brennweite einer Konvexlinse nach Bessel. Ich habe jetzt die beiden Bilder mal fotografiert, bei denen ich die Scharfeinstellung bekomme. Anhand dieser Einstellräder können wir einmal die Gegenstandsweite mit 80,3 minus 31,3 cm ablesen. Es gibt 49 cm für die Gegenstandsweite. Die Bildweite ist 101,3 minus 80,3. Das sind 21 cm für die Bildweite. Aus diesen beiden Positionen ermittle ich die Verschiebung des Objektivs mit 80,3 minus 52,8. Das gibt 27,5 cm. Z ist G plus B. Das gibt sich mit 70 cm. Wenn wir jetzt diese Werte für Z und U in die Gleichung einsetzen, haben wir 14,8 cm, also 148 mm. Unten ist das verwendete Objektiv fotografiert und da sehen wir, es hat die Brennweite 150 mm. Wir liegen 2 mm daneben, also ein relativ guter Wert. Hier ist nochmal die Brennweite nach der Linsengleichung berechnet, da ergibt sich 147 mm. Ich habe den Versuch, den ihr gerade im IBE gesehen habt, nochmal mathematisch simuliert. Wir haben hier die optische Achse, den Gegenstand, das war ja die beleuchtete 1, die Linse, Hauptebene der Linse, Mittelpunkt der Linse, die beiden Linsenbrennpunkte. Über Parallelstrahl, Brennstrahl und Mittelpunktstrahl kriege ich hier einen Bildpunkt und damit habe ich auf dem Schirm ein scharfes Bild. Ich verschiebe die Linse jetzt so, dass ich das zweite scharfe Bild bekomme. Das Programm misst jetzt automatisch g, die Gegenstandsweite für die zweite Position, die Bildweite für die zweite Position und um wie viel ich die Linse verschoben habe. Diese Werte habe ich jetzt in ein Kalkulationsprogramm eingetragen. g tragen wir hier jetzt 3 ein, b 2, u war 1. Z ist ja G plus B, 3 plus 2 ist 5. F wird nach Bessel berechnet. F gleich z2 minus u2 durch 4z, das gibt 1,2. Also die Brennweite, die wir ja auch benutzen. Und hier ist nach der Linsengleichung das auch nochmal berechnet, gibt auch 1,2. Ich verstelle jetzt die Brennweite auf 1,5. Dann verändere ich die Position der Linse so, dass man hier ein gutes Bild hat. Den Bildschirm müssen wir natürlich dahin schieben, wo ich ein scharfes Bild kriege. Das wäre genau hier. Jetzt verschiebe ich die Linse so lange nach rechts, bis ich ein scharfes Bild bekomme. Dann trage ich für G, B und U die Werte in das Tabellenkalkulationsprogramm ein. Für G 6,04. Für b 2, für u 4,05 und lasse diese Werte hier berechnen, bearbeiten, füllen unten. Wir haben die Brennweite 1,5 ermittelt. Dann verändere ich die Brennweite auf 2, stelle einen vernünftigen Wert ein, nehmen wir mal 2,6. Jetzt muss ich meinen Bezugspunkt auf die Linse einstellen, so dass der 0 ist, dann den Schirm auf dieses Bild und ich verändere jetzt wieder die Position der Linse so lange, bis ich das zweite scharfe Bild sehe. Dann tragen wir die gefundenen Messwerte ein: G 8,72, B 2,6. U6,13 und wir lassen wieder berechnen, bearbeiten, füllen unten und das gibt die Brennwerte, die wir eingestellt haben. Wir stellen jetzt f auf 2,5 ein. Eigentlich ist es egal, welchen Wert ich einstelle, machen wir mal 3,8. Messbezugspunkt müssen wir hier auf 0 wieder stellen. Also, die Werte werden tatsächlich auf dem Hundertstel Millimeter genau gemessen. Dann verschiebe ich die Linse wieder so lange, bis ich wieder ein scharfes Bild bekomme. Übertrage die Messwerte in meine Tabelle. G mit 7,32, B mit 3,8, U mit 3,52. Das dann wieder die Brennweiten berechnen, bearbeiten, füllen, unten. Und erhalte eine Brennweite von 2,5 mit beiden Gleichungen. F wird auf 3 eingestellt. Unseren Messbezugspunkt stellen wir wieder auf 0 und verschieben jetzt die Linse, sodass wir wieder ein scharfes Bild bekommen. Und tragen die Werte in die Tabelle ein. Für G 12, für B 4. Und für U 8. Lassen die Werte wieder berechnen, bearbeiten, füllen, unten und erhalten exakt die Brennweite 3, die diese Linse in unserem Versuch auch hat. Auf diesem Arbeitsbogen seht ihr nochmal die Zusammenfassung. Hier haben wir die Messwerte, wir hatten ja immer G, B, U gemessen. Dann wurde über ein Tabellenkalkulationsprogramm Z die Brennweite nach Bessel und die Brennweite nach der Linsengleichung berechnet. Hier haben wir für den markierten letzten Versuch nochmal die Ausdrucke, also die zeichnerische Lösung der gelb markierten Messwerte. G plus B wurde konstant gehalten. Im oberen Fall wird die Gegenstandsweite zwischen der einfachen und der doppelten Brennweite angestellt. Die Bildweite war hier viermal so groß wie die Brennweite. Dadurch ergab sich ein reelles, umgekehrtes, seitenvertauschtes und vergrößertes Bild. Im zweiten Fall wurde die Gegenstandsweite auf die vierfachen Brennweite angestellt. Dadurch ergab sich auch ein reelles, umgekehrtes seitenfaktorisches, aber verkleinertes Bild. Also a ist kleiner 1. a ist der Abbildungsmaßstab, der berechnet sich mit Bildhöhe durch Gegenstandshöhe. Die verwendeten Abkürzungen habe ich hier auch nochmal aufgeschrieben. Formelentwicklung für die Brennweite nach Bessel. Hier haben wir nochmal den Versuchsaufbau den ihr ja gerade im Bildschirmexperiment gesehen habt. Gegenstand, die Position 1 der Linse. Für diese Position habe ich die Gegenstandsweite und die Bildweite hier oben eingetragen. Für die zweite Position, die habe ich hier gezeichnet, ist die Gegenstandsweite G2 und die Bildweite B2. Hier ist die Bildebene, auf denen für beide Positionen die Bilder scharf abgebildet werden. G1 plus B1 gleich b2 plus g2 gleich z und der Abstand der Position ist u. Zunächst beginnen wir mit der Linsengleichung. 1 durch f gleich 1 durch b plus 1 durch g. Diese Formel stellen wir nach f um, indem wir 1 durch b mit g erweitern und 1 durch g mit b. Dann haben wir hier den gemeinsamen Nenner g mal b und oben steht g plus b. In der Formel ersetzen wir g plus b mit z und erhalten f gleich g mal b durch z. Mit z multipliziert ergibt sich f mal z gleich g mal b. Daraus folgt f mal z gleich g1 mal b1 und f mal z gleich g2 mal b2. Damit sind die Ausdrücke untereinander gleich und es folgt B1, also die Bildweite der ersten Position, gleich der Gegenstandsweite der zweiten Position und die Bildweite der zweiten Position ist gleich der Gegenstandsweite der ersten Position. Schauen wir uns diese Gleichung an: B1 minus U. Das ist ja gerade dieses Stück. Also b1 minus u plus g2 ist z. b2 plus u plus g1 ergibt auch z. In der oberen Gleichung addieren wir u, in der unteren subtrahieren wir u und erhalten diese Ausdrücke. Jetzt multiplizieren wir. Diese beiden linken Seiten und die beiden rechten Seiten. Dann halten wir diese Gleichung. Z plus U mal Z minus U ergibt nach der binomischen Formel Z quadrat minus U quadrat. B2 wird in die Klammer multipliziert und anschließend G1. Wir halten diesen Ausdruck, indem wir G2 mal B2, das war ja F mal Z, und B1 mal G1, war auch f mal z, also dieser Ausdruck entspricht 2fz. b1 ersetzen wir durch g2 und g1 durch b2. Damit haben wir hier auch jeweils fz. Insgesamt erhalten wir 4fz gleich z2 minus u2. Wir dividieren durch 4z und erhalten f gleich z2 minus u2 durch 4z. Das ist die gesuchte Formel für die Brennweitenbestimmung nach Bessel mit dieser Versuchsanordnung. Entwicklung der Linsengleichung mit dem zweiten Strahlensatz. Unten seht ihr die Gleichung, rechts seht ihr eine Abbildung, die die Begriffe enthält. Wir haben hier eine Sammellinse, Hauptebenen-Sammellinse, optische Achse. Gegenstand wird hier über Parallelstrahl, Brennstrahl und Mittelpunktstrahl auf diesen Bildpunkt abgebildet. Und damit haben wir hier das Bild. Das ist die Gegenstandsweite, Bildweite, Brennweite. Wenn ihr mögt, stoppt das Video jetzt. Zunächst verwenden wir den zweiten Strahlensatz. Und zwar verwenden wir diese beiden Strahlen. F Verhält sich zu B minus F, das ist diese Strecke, also F verhält sich zu B minus F wie G, die Gegenstandshöhe, zur Bildhöhe. Bei der nächsten Gleichung verwenden wir diesen und diesen Strahl. G verhält sich zu B wie Groß G zu Groß B. Jetzt können wir diese beiden Ausdrücke gleichsetzen. F durch B minus F gleich G durch B. Wir multiplizieren über Kreuz, also B mit F und B minus F mit G, und erhalten diese Gleichung. Jetzt multiplizieren wir G in die Klammer. Dann ergibt sich dieser Ausdruck. Und weil wir nach F umstellen, addieren wir G mal F. Dann haben wir hier B mal F plus g mal f gleich g mal b, f klammern wir aus und erhalten f mal in Klammern g plus b gleich g mal b, wir dividieren durch g plus b und erhalten f gleich g mal b durch g plus b. Das ist eigentlich schon die Linsenformel. Oft wird sie aber in dieser Form angegeben. Und das möchte ich euch hier noch mal zeigen. Wir bilden den Kehrwert. Dann haben wir 1 durch f gleich g plus b durch g mal b. Und teilen diesen Aufbruch jetzt auf: 1 durch f gleich g durch g mal b plus b durch g mal b. Wenn wir diesen Ausdruck durch g kürzen, den durch b kürzen, sind wir am Ziel. Danke, fürs Zuschauen.